Heute machen wir die Morpeko V-Union Premium Playmat Collection auf. Ich wünsche euch viel Spaß im Video. Wenn es euch gefällt, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und jetzt let's go. Und bevor es richtig mit dem Video losgeht, gibt es noch ein Giveaway. Danke an Anis Pokeshop haben wir eine komplette Morpeko V-Union Premium Playmat Collection Box als Giveaway. Was müsst ihr dafür tun? Das Video liken, kommentieren und ihr müsst ein Abo des Kanals sein und schon seid ihr dabei. Die Auslosung erfolgt Ende April im Livestream. Und dann schauen wir uns die Box einmal an, weil die ist echt riesig. Im typischen Crown Zenith Style mit dem Kronenmuster. Wir haben, ich glaube, 5 Booster insgesamt mit drin von Crown Zenith bzw. Zenith der König. Jetzt haben wir die englische Box. Morpeko V-Unionskarte mit der Marnie hinten drauf. Das Ganze dann auch noch als XXL-Karte. Überhaupt die ganze Box sieht absolut toll aus. Und es heißt ja Premium Playmat Collection. Es ist auch noch eine Playmat, also eine Spielmatte drauf. Und das schauen wir uns jetzt natürlich ganz in Ruhe an. Fürs Opening habe ich mir die Box ausgesucht, die hier ein bisschen schlecht zusammengeklebt ist. Fürs Giveaway entsprechend eine schönere. Ich reiße sie mal ganz behutsam auf und dann schauen wir uns den Inhalt an. So, dann schauen wir uns als erstes mal die Playmat an. Und ich glaube, die ist schon mal sehr stark. Die werden wir auch fürs heutige Video nutzen, würde ich mal sagen. Oha, oha, wow. Okay, die ist riesig. Die Playmat ist so groß, dass ich euch die gleich nochmal in Fullscreen in der Cam zeigen muss. Also die ist echt groß. Sieht echt toll aus. Also ich muss echt sagen, ich bin absolut begeistert. Dann holen wir mal den Rest raus und befreien das von dem ganzen Plastik. Wir haben einmal 5 Booster. Die machen wir natürlich heute alle auf. Und dann haben wir die Morpeko V-Unionskarte als XXL. Die Karte, die gab es bei WiMAX Climax. Ich habe die selber nie gezogen. Es gibt ja noch die andere Morpeko Unionskarte, die man bei WiMAX Climax ganz mal ziehen kann. Die habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal. Das Artwork, ich habe es nie gezogen. Von daher bin ich jetzt umso happier, dass wir das Ganze hier mit dieser Box bekommen. Und das Ganze haben wir natürlich noch in der, ja, in der Unionsform, sprich 4 unterschiedliche Karten. Ich lasse die jetzt mal ganz kurz drin, weil da muss ich es nicht einsleeven. Erstmal ist sie geschützt. Macht sie natürlich auch schön im Binder. Es wäre mal cool, wenn man mal so eine 9er oder sogar eine 12er V-Unionskarte hätte für eine ganze Binder-Seite, aber es wäre wahrscheinlich zu heftig. Also eine richtig, richtig coole Box. Jetzt machen wir noch die 5 Booster auf. Wie gesagt, wenn ihr die Box gewinnen wollt, hier auch nochmal vielen Dank an Andys Pokeshop, der die zur Verfügung gestellt hat. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like und ein Abo da. Die Auslösung erfolgt Ende des Monats. Da werde ich ein Lost Origin Opening machen, übrigens im Livestream. Und ja, dann losen wir dann aus, wer diese schöne Box gewinnt. So, jetzt haben wir 5 Booster. Ich habe ja schon das Master Set, aber ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn wir noch den einen oder anderen Hit hier rausholen. Leute, let's go. First Pack Magic. Boah, die gehen ganz anders auf als die Karmesin Purpur Booster Packs und es fühlt sich auch viel, viel, viel dünner an. Merke ich jetzt erst, nachdem ich jede Menge Karmesin Purpur aufgemacht habe. Und ja, wir haben 5 Booster. Wir machen hier auf ganz entspannt einen Kartentrick. Wenn wir eine Goldkarte ziehen, wenn wir eine SAR ziehen, wir werden sehen. So, wir fangen an mit dem Digging Duo Graveler. Pokémon Catcher. Ah, ist einfach ein tolles Set. Oddish. Seal. Es ist einfach herrlich. Cricket Todd. Die Artworks sind so schön. Aaron. Riolu. Und wir haben ein Ponyard. Muss ich gerade überlegen. Ich habe vergessen, wo die Hits drin sind. Ich glaube, wir waren im Reverse-Spot. Und wir haben ein Zeraora Rare in Non-Holo. Die gehen so anders auf. Das ist der Wahnsinn. Wenn man erstmal eine Menge von dem anderen Set geöffnet hat, dann merkt man, wie sehr sich die Sets unterscheiden. Das ist echt krass. Gefühlt sind die Packs, also auch die Folie von den neuen Packs, deutlich, deutlich dicker. Wir haben Psycho-Energie, Lost Vacuum, Luxio, Metang, Seal. Oh, hier haben wir was. Hier haben wir was, Leute. Ich meine, wir haben hier sogar eine SAR-Karte. Das ist eine GG-Karte, ihr wisst, von V-Star Universe. Wir haben einen Starly und... Oh, wir haben... Oh mein Gott, ist das eine V-Star-Karte? Ist das Mewtwo? Was ist das? Simisear, yo, let's go, was für eine schöne Karte. Oh mein Gott, das ist eines meiner Lieblings-Artwork in diesem Set. Das ist so toll. Ich hoffe, dass wir mehr von solchen Karten kriegen. Recht viel mehr kann man erstmal gar nicht erwarten aus 5 Boostern und dahinter noch das Summer Center in Holo. Gönn schon mal, gönn schon mal. Ich weiß jetzt nicht, wo die preislich liegt. Jetzt mal schätzen, vielleicht ein 10er, vielleicht knapp unter 10 Euro. Aber egal. Eine SAR-Karte, das ist schon bei einer ETB gut gewesen. Und jetzt haben wir ja quasi nur eine halbe ETB. Also das ist schon echt sehr, sehr, sehr nice. So, wir haben Blattenergie. Girafarik. Vielleicht haben wir Glück und wir ziehen noch was. Great Ball. Demnächst kommen ja auch im Mai die Sashian und Summer Center Boxen. Da wird es natürlich auch ein schönes Opening geben. Ich werde wahrscheinlich 2 Boxen jeweils aufmachen. Hoffen wir mal, dass wir auch was Schönes ziehen. So, wir haben ein Chapulele in Reverse Holo und ein Pangoro. So, 2 Booster haben wir noch. Ja, was ist eure Lieblingskarte aus diesem Set? Das ist eine der Goldkarten. Giratina, Arceus, Palkia, Dalgia. Dalgia? Dialga? Oder ist es irgendwie eine ganz andere? Mewtwo Faustar, Mönchfehler, Livion. Eins meiner Lieblings-Pokémon. So, hier haben wir das Girafarik, Corphish, Energy Surge. Öffnet ihr eigentlich lieber Englisch oder Deutsch? In Crown Zenith sind die Könige, was wirklich so aufgrund des hohen Preisunterschiedes, haben wir so viel mehr Englisch aufgemacht, auch in Boxbreaks. Oh, look at that, Latias. Cool, wir haben auch noch eine kleine GG-Karte. Das ist eine tolle Karte. Die sieht schön aus. Die hat auch ein Top-Centering.
sehr, 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 sehr stark. Und dahinter ein Enamorus. Leute, wir haben hier drei Hits rausgezogen und wir gehen rein ins 15. letzte Booster. Sagt mir mal, wie euch das Video gefallen hat. Und ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann auf jeden Fall ran abonnieren. Und ich wünsche schon mal jedem von euch viel Glück, wenn ihr beim Gewinnspiel mitmacht. Also jeder, der einen Kommentar hinterlässt, ist automatisch mit dabei. Wir haben das Lost Vacuum, Lavesta, Oddish, Seal. Come on, gib mir noch was. Potion, Aaron. Und ist noch was drin? Ist noch was drin? Ist noch was drin? Nee. Heliolisk. Aber es könnte noch eine Trainerkarte mit drin sein. Nope. Nee. Ein Ditto. Ditto in Holo. Insgesamt eine ganz nette Ausbeute. Wir haben einmal ein Latias in Galar Gallery. Zwei Holos sowie das Semizir Faustar Galar Gallery. Das war's für heute. Das war die Mopeko V Union Premium Playmate Collection oder so. Super langer Name. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.